welchem Ort würdest du am liebsten leben? Ich weiß nicht, ob es so einen Ort gibt, aber ich würde gerne irgendwo leben, bei dem es einfach konstant 22 Grad bewölkt ohne Wind sind. Da würde ich gerne leben. Außerdem würde ich gerne wollen, dass an diesem Ort all meine Freunde sind, dass ich mega in der Innenstadt wohne, aber trotzdem es total ruhig ist und es ist total günstig, da zu mieten. Also das würde ich einfach am liebsten wollen. Wenn ich da wohnen könnte, perfekt. Gibt's nicht. Also luzid träumen, dann ist dieser Ort möglich. Ja, klar. Und dann wachst du morgens auf und bist so mega deprimiert, weil es einfach nicht real ist. Aber du bist real oder auch OP? Ist beides. Ich bin tatsächlich real, aber ich bin auch operiert. Ich habe auch eine operierte Nase. Ich habe auch aufgespritzte Lippen. Und ich weiß, es klingt verrückt, aber in der Influencer-Landschaft ist das nichts Neues. Aber ich bin froh darüber, einfach ehrlich zu sein, weil ich finde es bescheuert zu sagen, ja klar, ich sehe einfach so aus, seit ich geboren bin. Pff, easy. Wieso hast du die Schönheitsoperation unterzogen? Ganz schwierige Frage. Weiß nicht, warum machen Menschen sowas? Deine OP ist natürlich gehalten, das zeigt, dass du nicht irgendwie flexen willst. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ey, fast jeder Influencer hat irgendwas gemacht. Es ist so. Und es ist ja auch nichts Schlimmes dran. Es ist ja auch nichts Schlimmes dran. Ich finde es sogar gut, dass man einfach Sachen in seinem Leben machen kann, aber nur 0,1% reden darüber öffentlich und ich finde das belastend. Und weil ich halt auch damals 15 gewesen bin und mir irgendwelche Leute auf YouTube oder auf Instagram angeguckt habe und mir dachte, boah, die sehen aber mega perfekt und mega schön aus und mich immer schlecht gefühlt habe, weil ich nicht mega perfekt und mega schön ausgesehen habe, hätte ich mir halt einfach gerne gewünscht, wenn die gesagt hätten, hey, brauchst dich nicht schlecht fühlen, meine Haare sind nicht von Natur aus so lang und dick und schön, das sind Extensions. Oder hey, ja, ich habe mega perfekt symmetrisch volle Lippen, aber da ist halt auch nachgeholfen worden. Ich finde das nicht schlimm. Das muss man halt einfach nur, ne? Keine Ahnung, muss man halt sagen. Ich habe volles Naturhaar, ja, aber weißt du, es ist halt super selten, dass eine Person volles Naturhaar hat und perfekt glatte und reine Haut und dann auch eine super schlanke Figur und riesige Brüste und riesigen Arsch und eine schöne kleine Stupsnase und volle Lippen und, ne? Also, dass all das gleichzeitig bei einer Person vorkommt, ist fucking selten, wenn nicht sogar unmöglich. Und wenn ihr so jemanden seht, dann ist mindestens eine Sache davon nicht genauso angeboren. Das ist okay. Das ist okay. Warum verschweigen andere Leute ihre Schönheits-OPs? Ja, deswegen. Weil Leute sagen, oh mein Gott, du bist ja eigentlich hässlich. Oh mein Gott, du bist so fake. Oh mein Gott, du bist unreal. Oh mein Gott, du bist scheiße. Weil Leute halt sowas sagen. Deswegen verstecken die das. Ist ja auch verständlich, dass sie das dann tun. Aber ich glaube, wenn einfach alle darüber reden würden, dann würde man merken, dass, wie ist die Statistik, jeder vierte Mensch in Deutschland oder so, irgendwas. Ja. Ah, wenn man sich nach einer Schönheits-OP wohler fühlt, was spricht dann dagegen? Ja, keine Ahnung. Also, Selbstliebe zu finden ist schon schwierig. Wie findest du es, Anni? Offensichtlich, wenn jeder sich selber lieben würde, dann würden nicht ständig Leute darüber rumheulen, über die Entscheidung von anderen Leuten. Natürlich ist Schönheit immer Ansichtssache. Ich habe nicht gesagt, dass ein perfekter Körper schlank und großbusig ist. Aber das ist natürlich das, was einem Gesellschaft, Internet und so weiter natürlich vermitteln möchte. Zumindest aktuell. Vor 20 Jahren sah das Schönheitsideal noch anders aus. Vor 150 Jahren sah das Schönheitsideal auch nochmal anders aus. Also.